Heute zeigen wir euch ein neues Video, Basics zum Thema Lungenautomaten. Auf was solltet ihr achten beim Kauf? Ihr wollt euch euren ersten Lungenautomaten kaufen und fragt euch, ja, welchen Hersteller, auf was solltet ihr achten? Dafür habe ich ein paar Antworten. Als allererstes möchte ich ein paar Grunddinge besprechen. Das hier ist die erste Stufe. Die erste Stufe wird in die Flasche geschraubt, minimiert einfach den Druck von 200 oder 300 Bar, meistens auf so einem Druck um die 9 Bar, um somit den ganzen Druck schon mal entspannter weiter runterzubringen. Die zweite Stufe, die reguliert dann den Druck von 9 Bar auf meinen Umgebungsdruck, so dass ihr nicht aufgepustete Backen habt, sondern entspannter. Dann haben wir immer noch einen Oktopus. Der Oktopus ist einfach dafür da, im Notfall, dass ich einen Regler abgeben kann. Auch der, ganz, ganz wichtig, wird auch zweite Stufe genannt. Nicht unbedingt immer nur Oktopus. Auf was solltet ihr achten? Das ist die Frage, welchen Hersteller? Beim Hersteller kann ich euch so sagen, heute sind fast alle Hersteller auf einem fast gleichen Niveau. Es gibt da kaum noch Unterschiede, was eigentlich die Qualität angeht von der Zuverlässigkeit. Da sind sie alle ganz gut geworden und kämpfen ziemlich weit oben. Vor vielen Jahren gab es da viel mehr Unterschiede. Aber trotzdem gibt es natürlich Qualitätsmerkmale, was zum Beispiel Material angeht. Welches Material wird verwendet? Da wird zum Beispiel auf Titanium oder Messing verwendet. Solche Sachen drauf achten, auf was wollt ihr wirklich gehen, dass ihr wirklich ein hochwertiges Material verwendet und keine billigen Materialien. Dann ist die goldene Frage, was habt ihr vor damit? Zum Beispiel, wollt ihr damit nur im warmen Wasser tauchen, dann braucht ihr nicht unbedingt eine kaltwassertaugliche Stufe, aber es schadet sie nicht zu kaufen. Was sie auf jeden Fall haben sollte, ist, dass sie nitroxresistent ist. Gerade Nitrox wird immer mehr ein Thema. Das können sie aber auch fast alle. Fragt aber trotzdem, bevor ihr einen kauft, ob der Nitrox ab kann. Bis 40%, meistens auch kein Problem. Dann gibt es herstellerrelevant auch Unterschiede, was die Revision angeht. Der eine hat 2 Jahre, der andere 1 Jahr. Auch das kann man mal nachfragen. Aber ich kann euch schon sagen, es hat nie geschadet, seinen Lungenautomaten einmal mehr zu revidieren als einmal zu wenig. Da bin ich ein großer Freund von, weil davon hängt eigentlich alles ab. Auch die weiteren Kosten ist da interessant. Was kosten vielleicht Ersatzteile in Zukunft, wenn ihr mal euer Revisionskits, das ist vielleicht interessant. Da finde ich gut, da bei manchen Herstellern ist es egal, welchen Regler man nimmt, ob es der billigste oder der teuerste von dem Hersteller ist, ist ein Revisionskit. Finde ich zum Beispiel sehr charmant. Da weiß man, man hat immer die gleiche Qualität eigentlich im Regler. Dann kann man darauf achten, bei den ersten Stufen zum Beispiel, die Abgänge, wie laufen die Schläuche, dass man sieht, okay, der Schlauch hat eine schöne Führung, dass er nicht irgendwie kreuz und quer absteht, sondern man möchte ja erreichen, dass der Schlauch schön am Körper langläuft, dass man nirgendwo hängen bleibt. Genauso hat die Stufe 2 getrennte Abgänge im Hochdruckbereich, weil ihr wollt vielleicht einen Tauchcomputer tauchen mit Sender und habt dann das Problem, wenn ihr nur einen Hochdruckabgang habt, dann könnt ihr entweder Sender oder Finimeter anschließen, aber nicht beides. Finde ich trotzdem wichtig, dass man eigentlich immer beides verwendet, Finimeter und Sender, wenn man das sich ransetzt. Darauf kann man auf jeden Fall achten. Dann gibt es die Unterschiede, so ein bisschen die Optik. Natürlich, der eine Hersteller achtet sehr auf die Optik, der andere sagt, na, es kann einfach ganz schlicht aussehen. Auch da ist natürlich Geschmackssache gefragt, kann man auch drauf achten. Ist für mich auch ein Entscheidungsgrund, warum ich mich manchmal für meinen Regler entschieden habe. Dann ist die Frage, was hat man hier alles für Einstellmöglichkeiten? Es gibt zum Beispiel viele Regler, so wie den hier von Scuba Pro, der hat hier nochmal eine Mitteldruckschraube, dass man wirklich alles rausholen kann aus dem Regler, was man an Atemwiderstand haben möchte. Aber auch da meine Erfahrung, 95% aller Leute benutzen das überhaupt nicht und das rottet meistens fest. Und gerade wenn man in der Revision mal die Regler anguckt, ist das meistens festgerottet. Deshalb muss man überlegen, ob man das wirklich nutzt. Ich finde, ich brauche es nicht.
Dann gibt es die Möglichkeit hier mit diesem Breathe-Off-Modus. Da hat man einfach so, dass man die Möglichkeit hat, dass Luft direkt in den Mund geströmt wird oder einmal verwirbelt wird. Jetzt ist die Frage, wann braucht man das? Beim Hauptregler, den man immer atmet, kann es ruhig so sein, dass die Luft hier reinkommt und direkt in den Mund strömt. Dann hat man wirklich alles an Luftleistung, was man haben möchte. Aber wann ist es gut, dass es einmal verwirbelt? Gerade beim Oktopus, super. Weil dann ist er nicht so empfindlich, was Abblasen angeht. Und man hat da die Möglichkeit, es ein bisschen härter einzustellen, dass er nicht so empfindlich ist. Genau, dann ist das Thema, dass ihr auf jeden Fall achtet sollt, dass ihr keine unterschiedlichen Hersteller aneinander schraubt. Weil der Hersteller sagt, wenn ihr euren Regler von der einen Marke habt und von der anderen was anderes ranschraubt, dann haftet der Hersteller nicht. Deshalb benutzt immer von einem Hersteller einmal ein komplettes Set, weil unterschiedliche Drücke verwendet wird. Gerade manche Hersteller verwenden vielleicht 10 Bar in der ersten Stufe und die anderen 9 Bar, dann habt ihr schon die ersten Probleme. Deshalb immer vom gleichen Hersteller achten. Wir gehen auf viele Details noch in weiteren Videos ein, zum Beispiel den Unterschied zwischen kolbengesteuert oder membrangesteuerte. Nur so einen kleinen Einriss. Beim kolbengesteuerten hat man die Möglichkeit, da kommt immer Wasser rein. Das finde ich persönlich nachteilhaft, weil da einfach immer ein bisschen Schmutz reinkommen kann. So membrangesteuert bin ich ein Freund von, die sind einfach geschlossen. Aber was nicht stimmt, dass membrangesteuerte nur kaltwassertauglich sind und kolbengesteuerte nicht, das stimmt auch nicht. Es gibt von Scuba Pro kolbengesteuerte Regler zum Beispiel oder auch von anderen Herstellern, die genauso kaltwassertauglich sind wie membrangesteuerte. Also auch da absoluter Quatsch. Für mich hat sich auf dem Markt ziemlich gut Scuba Pro und Apex bewährt. Ich bin sehr zufrieden mit den Reglern. Da möchte ich jetzt keine Werbung nur für die beiden machen. Aber die habe ich am meisten getestet und habe echt gute Erfahrungen mit und tauche selber in den beiden und bin da echt mega mit zufrieden. Aber wir gucken uns auch jeden Hersteller vielleicht mal an oder die unterschiedlichsten Hersteller und das machen wir in anderen Videos. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht und ihr liked meinen Kommentar, mein Video, sorry, und schreibt mir einen Kommentar und teilt das mit euren Freunden. Danke.